Hallo Leute und herzlich willkommen zur fünften Folge Project Varo 6. Und wie ihr wisst, bin ich leider alleine. Lucto ist nicht da und heute ist er auch nicht da, weil er natürlich mit dem Hund Gassi gehen muss. Und das ist so viel interessanter, als mit mir zu quatschen, während ich farme. Also ich verstehe das ja absolut gar nicht, wie man hier draußen sein kann, anstatt drin zu hocken. Okay, wir joinen jetzt einfach. So, und wie ihr seht, bin ich alleine auf dem Server im Moment. Aber mit mir im Talk ist noch der liebe Turtle. Hallo. So, und was ich heute in der Folge machen werde, ich muss hier probieren zu verschwinden, so schnell wie es geht. Deshalb muss ich hier sortieren. Also alles, was ich noch brauche, nehme ich mit, alles, was ich nicht mehr brauche, kommt weg. Okay, ich nehme das andere Sigma mit, damit ich mich rausbauen kann, weil ich muss von hier verschwinden. Denn, oh, ich habe irgendwie voll Angst, dass mich irgendwelche snipen wird. Wüsste schon nicht. Ja, also ich bin halt im Moment quasi aktuell. Nicht wirklich aktuell, aber fast. Musst dich halt gut verstecken. Dann findet dich schon keiner. Genau, und so, ich brauche meinen Diamanten, bitte. Was ist wichtiger? Komm, was soll ich denn wegwerfen? Ich kann das Flint nicht wegwerfen. Ich nehme dieses weiße Zeug, das werfe ich mal weg. Cobblestone habe ich aufgefüllt, alles gut. Hellgraue Wolle brauche ich nicht. Eisenblöcke brauche ich auf jeden Fall, so. Dann mache ich mal hier das Schild ab. Und oder ich habe den Ofen das letzte Mal vergessen. Ja, ich muss hier nämlich so komplett weg aus dieser Höhle. Hier, der Aber baust du? Blutrohr. Aber du gehst jetzt nicht an die Oberfläche, aber du. Nee, absolut nicht. Aber ich würde mal sagen, dass ich hier. Oh lol, das war gerade so Luck. Ich habe hier direkt Eisen gefunden irgendwie. Und ich Perfekt. weiß nicht, wie zur Hölle. Ich hoffe mal, ihr habt schon genug Eisen. Ja, wir haben. Ich habe auch schon einen Amboss zusammen vom Eisen her. Naja, perfekt. Ich habe Hast nur ein du jemand bisschen mehr? Angst, weil ich. Ich höre hier überall. Ah, okay, ja, das. Mit dem Eisen hat sich jetzt gerade erledigt, ist in die Lava gefallen. Und ich habe gar keinen Platz für Eisen. Mann. Ich schmeiß mal die Schilder raus. So. Ja, Ah ja, du findest bestimmt neues Eisen. bestimmt. Außer ich werde vorher von Lava gekillt. Nee, das bist du schon nicht. Ich glaube an dich. Oh. Ja, also ich bin hier, glaube ich, gerade in einen Lavafall geraten. Perfekte Oh. Voraussetzungen. Oh, okay, da ist eine neue Höhle, deshalb. Verdammt. Ja, ich bin eigentlich auf der anderen Seite gerade gewesen. Naja, du musst nur nicht in Lava fallen und keinem Creeper begegnen, dann ist alles gut. Ja, das ist ziemlich genau das, was ich hier vorhab, weil so viele Leute sind an Creeper und Lava gestorben in diesem Das Projekt. stimmt, ja. Ich möchte da nicht zugehören. Die wenigsten wurden von anderen Spielern getötet. Ja, und ich finde das einfach schade, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ich hoffe mal, dass kein Skelett kommt. Wenn muss das halt platt machen. Jupp, weil ich das so gut kann und nicht in der letzten Folge von einem Skeletten-Dings da weggerannt bin. Das wird schon. Für alle, die zuschauen, dürfte es gerade ganz lustig sein, weil ihr meine letzte Folge gesehen habt, Turtle aber noch nicht, haha. Ja, aber ich werde sie noch anschauen. Ja. Ja. Vielleicht werde ich sie sogar kommentieren. Und ein Like da lassen. Yay. Hoffen wir mal, dass sie so gut ist, dass Bestimmt, bestimmt. du das mit gutem Gewissen machen kannst.
Aber ich würde sagen, meine vierte Folge ist was ganz, ganz Besonderes. Dann werde ich sie mir gleich heute Abend noch reinschauen, Ja, aber anschauen. die wird ja erst morgen online gestellt. Oh, naja, dann schaue ich die, die du gerade hochgeladen hast. Muss ich mir auch Ja, noch anschauen. genau. Und hier ist gerade so viel Lava. Ich habe da absolut gerade keinen Bock drauf, das hier. Granit. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich viel zu viel Zeug im Inventar habe. Naja, solange du genug Eisen hast und vielleicht ein bisschen Dias oder so, dann ist es doch schon mal ganz gut. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Also Dia, ich habe einen Helm im Moment und eine Dia-Picke. Naja, ist doch schon mal gut. Welcher Höhe bin ich hier eigentlich? 11, perfekt. Sollte man ja eigentlich auch mal ein bisschen reinbuddeln und so. Das wäre ein Plan, ja. Ja, es. Ich kann echt voll Vielleicht nicht findest du ja aufpassen. was. Ich Vielleicht muss auch findest du sagen. Redstone oder Lapis Lazuli noch. Ich brauch Dias, 100 pro Dias. Kann man Smaragde eigentlich auch finden? Ja, in Bergen. Aber die Also. bringen einen nichts, oder? In Varo. Nicht wirklich. Du könntest theoretisch bei einem Villager gegen irgendwas tauschen, aber ich wüsste nicht, was es da Interessantes gibt. Schon. Ja, und dann musst du halt erstmal einen Villager finden. Dann musst du erstmal ein Dorf finden. Und Ich vielleicht habe gibt's ja. tatsächlich ein Dorf auf dieser Map gefunden. Da haben wir Heuballen mitgenommen. Oh. Das ist ganz klug, ja. Ja, also meine Essensversicherung ist 100% da. Das ist gut. Und ich finde, oh, gerade nur Eisen und Lava. Soll ich mal meinen Wassereimer vielleicht in die Hopper nehmen? Vielleicht. Hast du auch eine Rose ganz am Anfang bekommen? Ja, aber die ist despawned, bevor ich die aufsammeln konnte. Oh. Ist das nicht sad? Schon ein bisschen. Ich habe leider, bei mir wurden welche gedroppt, aber leider zu weit weg von meinem Loch, da konnte ich sie halt nicht einsammeln. Oh Naja, dann Mann. musste ich ohne losrennen. Das war ja dann, ich bin ja eh nicht lang gerannt, bevor ich dann von zwei Bienen zusammengestochen wurde. Waren die überhaupt ein Team? Weiß ich nicht. Also die Sim haben uns zu zweit verfolgt. Also ich denke mal, dass das ein Team war, ja. Weil ich habe, also bei Eckys News Video, da sind die in unterschiedlichen Teams, glaube ich. Ja, genau, bei dem Thumbnail. Aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht hat einer nachgejoint und hat dann den Skin übernommen vom anderen. Ja, das kann sein. Ja, aber die haben mich leider verfolgt und dann war es nach kurzer Zeit schon wieder rum. Ja, sowas ist mega ärgerlich. Ja, aber das nächste wird bestimmt ein bisschen besser für mich laufen. Ja, du weißt ja jetzt, worauf du dich gefasst machen musst. Das stimmt. Jetzt brauche ich nur noch einen Teammate, der mir dann hilft. Dann wird es schon. Ja, also ich weiß halt noch nicht, ob ich bei Eki macht der Waro, ob ich da überhaupt als Spieler mitmache. Weil im Moment, also hier mit dem ganzen Hochladen und so, ist es ein bisschen stressig bei mir gerade. Ja. Und Ja, ich das. weiß nicht, ob ich mir das gerade nochmal antun will. Also ich entscheide jetzt nicht, ich entscheide irgendwann später, aber. Ja, du hast ja auch noch ganz schön viel Ich hab Zeit. Dias und ein Skeleton. Hallo? Mach ihn platt. Mach ihn platt. Gehen, bleibe ich einfach mal in dieser Höhle und hoffe, dass hier noch niemand war. Weil Hoffe ich. ich brauche einfach die Erze. Ich hasse Höhlen wie die Pest, aber ich brauche die Erze. Das wird schon. Und ich brauche Level. Ich habe 10 Level im Moment. Ich brauche Gold. Das ist aber kein Gold, das ist alles Eisen. Glaube ich zumindest. Ja, nimm doch Eisen mit. Dann kannst du dir eine Rüstung bauen oder ein Schwert.
Ja. Oder ein Eimer. Oder eine Axt. Oder eine Schere. Ich weiß zwar nicht, für was man eine Schere in Varo braucht, aber Braucht man vielleicht wahrscheinlich gar nicht. nur um die Schafe zu scheren. Was aber auch nicht so 4, schlecht. 5. 6 Dias. Hey. Ja, voll gut. Gibt schon ein Tierschwert, theoretisch. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich mir ein Diaschwert machen werde, weil es einfach von der Verzauberung extrem teuer ist und sich dafür halt vom Aufwand nicht lohnt und das Eisenschwert fast genauso gut ist. Ja, Ist es okay, dann halt, wenn du mach die. das Diaschwert auf Stufe 5 hast, dann wäre es das Beste, was du im ganzen Spiel haben kannst, so. Aber wenn du ein Diaschwert auf Stufe 4 hast und ein Eisenschwert auf Stufe 5, dann ist es, glaube ich, das Eisenschwert sogar besser. Und deshalb. Dann machst du lieber ein Eisenschwert, das stimmt. Dann kannst du ja einen Teil der Rüstung noch hin mit Dias. Genau, also darauf arbeite ich hin. Ja. Ich weiß nicht, hast du dir schon mal Varo bei irgendwem angeschaut? Nee, davon noch nicht. Ich habe ja von dem Projekt relativ kurzfristig erst erfahren und dann meinten alle, nee, schau's dir nicht an, lass dich überraschen. Und dann hat mir nur Ecki ein bisschen was erklärt und dann habe ich eine Runde mal mit Sterni trainiert. Aber Ja. ansonsten hatte ich noch nie mit Varo was zu tun, ja. Aber ich werde gleich 100 Pro irgendwo angeschossen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Hey. Okay. Solange du nicht gefunden wirst, ist ja alles gut. Oh, okay. Ja, aber jetzt wurde ich gerade von einem Skeleton gefunden. Okay, es ist. Oh, das ist direkt in die Lava einfach gefallen. Nach einem Hit. Praktisch. Dann passiert dir nichts. Ja. Oh, das ist noch ein Skeleton. Und das Gold. Also ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Ich brauche Gold. Ist da vielleicht ein Spawner, wenn da so viele Skeletten sind? Nee, es ist halt für so eine Schlucht relativ normal. Achso. Das hat einen Boom gedroppt, glaube ich. Aber ich habe genug. Ich sammle den jetzt nicht auf und schmeiß irgendwas anderes aus dem Inventar dafür. Und ich habe sowieso keine Pfeile. Es hätte lieber Pfeile droppen sollen. Das stimmt. Oh, lol. Oh, ich bin gerade auf Redstone getreten und dachte so, warum ist es jetzt so plötzlich so hell? Oh. Ein Sleevy hat einen Creeper gefunden, der aber noch nicht explodiert Oh, ist. mach ihn platt. Ich probiere mich erstmal von ihm ein bisschen fernzuhalten. Weil ich bin ein kleiner Schisser. Kannst Wow, ihn ja ich habe mich probieren. gerade für ein Gold nach oben gebaut. Wuhu. Das hat sich auf jeden Fall rentiert. Und da ist ein Skeleton mit Rüstung. Oha. Wenn du das platt machst und das Rüstung droppt, das wäre natürlich schon cool. Dann hättest du gleich noch ein Stück Rüstung. Ich muss mich eigentlich über das drüber bauen, dann kannst du mich ja kaum sehen. Ja. Dann machst du es platt. Springst runter und im Sprung So ziehst das Messer und dann zack. richtig Bäm. Dann kullert der Knochenkopf da durch die Höhle. Dann ja, Skeleton, hast du falsch gedenkt. Ich habe so Angst vor Skeletons irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, die sind mega stark, aber sind sie wahrscheinlich eigentlich gar nicht. Ich bin einfach nur mega scheiße. Ja, die haben halt einen. Sind auf jeden Fall irgendwie leichter kaputt, wie, finde ich, irgendwelche Spinnen oder wie Creeper. Ja. Oh. Und lebt das Skelett mit Rüstung noch?
Ja, aber ich habe gerade ein anderes getötet und ich weiß nicht, was. Ich muss das Zuckerrohr wegschmeißen. Oh lol, ich werde schon in 30 Sekunden gekickt. Oha. Ja, ich baue mich dann einfach mal weiter. Ich habe, glaube ich, alles aus der Schlucht, was ich wollte, so. Ja, wenigstens hast du ein paar Dias gefunden. Ja, und ich habe hier schon wieder eine Höhle gefunden. Ach man, ich habe das Gefühl, ich komme hier gar nicht aus dem System raus. Vielleicht sollte ich einfach nach oben gehen, aber jetzt werde ich erstmal gekickt. Leute, das war's mit der Folge. Deine Aufnahmezeit ist abgelaufen, deswegen wurdest du gekickt. Wir haben überlebt, das heißt, es gibt noch eine nächste Folge. Schaut bei Turtle vorbei. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Viel Spaß dabei. Ciao. Ciao.